So, guten Morgen. Ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag. Das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen in der Lektion 20, der Wechsel der Gewinnermittlungsart im Fall 97, die Eröffnungsbilanz. Mit diesem Wissen präpariert, dreht sich ihr Schulfreund F auf dem Absatz um und geht. Er muss nämlich ab dem 1.1. eine Eröffnungsbilanz machen, weil der eine Buchführung machen muss und die Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich durchzuführen ist. So. Am 5.1. des vorigen Jahres präsentiert er Ihnen folgende Zahlen und bittet Sie, die Eröffnungsbilanz aufzustellen. Klammern, er besteuert seine Erlöse nach vereinnahmten Entgelten. Warenbestand, Doppelpunkt, 50.000 Euro. Bankbestand, 12.000 Euro. Kasse, 500 Euro. Umsatzsteuerzahllast über das vierte Quartal des Vorjahres 11.200 Euro. Kundenforderungen in Klammern brutto 178.500 Euro. Lieferantenverbindlichkeiten in Klammern brutto 29.750 Euro. Sonstige Verbindlichkeiten, in Klammern noch nicht gezahlte Lagermiete ohne Umsatzsteuer, Klammer zu, 12.000 Euro. Daraus erstellen Sie ihm folgende Eröffnungsbilanz. Eröffnungsbilanz zum 1.1. bla bla bla. Warenbestand bei den Aktivern 50.000 Euro, Bank 12.000 Euro Aktiva, Kasse 500 Euro Aktiva, Forderungen brutto 178.500 Euro Aktiva. Das macht eine Summe der Aktiva von 241.000 Euro. Passiva X in Klammern 169.050 Euro, Verbindlichkeiten in Klammern netto 25.000 Euro, sonstige Verbindlichkeiten 12.000 Euro, Umsatzsteuer, Zahllast 6.450 Euro, noch nicht fällige Umsatzsteuer 28.500 Euro sind 241.000 Euro. Passiva, Aktiva und Passiva sind genau gleich groß. Das Problem ist, bei den Passivern hat man da ein dickes X stehen. Ich kann es einmal die Kamera halten, dann sieht man das. Sieht man das auch? Ja, sieht man das X. Und damit geht es jetzt los. Ihr Schulfreund F sieht kurz auf die Bilanz und ärgert sich, dass er Ihnen wieder einmal alles aus der Nase ziehen muss. Erstens, wofür steht das X? Zweitens, wie wurde aus der Umsatzsteuerzahllast von 11.200 Euro plötzlich eine Zahllast von 6.450 Euro? So, zu 1. Wofür steht das X? Der Differenzbetrag zwischen der Summe der aktive Vermögenswerte und der Summe der passive, in Klammer passive, Vermögenswerte ist das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist das Vermögen, das der Unternehmer im Betrieb lässt, um damit zu wirtschaften. Jetzt wissen wir, wofür das nicht steht. Das ist das Eigenkapital. Ein kleines Beispiel soll die Wirkung veranschaulichen. Nehmen wir an, dass zum 30.12. des Vorjahres sich F vom betrieblichen Bankkonto 11.000 Euro auszahlte. Wie hoch ist das Eigenkapital?
Das Eigenkapital sinkt um 11.000 Euro auf 158.050 Euro, weil der Bankbestand zum 01.01. des Folgejahres dadurch nur noch 1.000 Euro beträgt und somit die Summe der Aktiva auf 230.000 Euro sinkt. Hinweis: Bei einer Bilanz muss die Summe der Aktiva immer der Summe der Passiva entsprechen. Ein gern erzählter Steuerwitz ist folgender: Ein Fachanwalt für Steuerrecht hat ein steuerrechtliches Mandat übernommen und sieht sich die Vorjahresabschlüsse der letzten 3 Jahre an. Völlig erbost ruft er beim Vorsteuerberater an und erklärt, Vorsteuerberater, klar, dass die Buchhaltung nicht richtig sein kann. 3 unterschiedliche Jahre und immer stimmt die jeweilige linke Seite aktiver genau mit der rechten Seite passiver des Jahres überein. Naja, es ist der Vorsteuerberater. Und dann kommt der Steuerberater oder der Anwalt. Beschwert man sich über die richtigen Dinge und das ist lustig. Vor allem bei Steuerfachleuten. Man muss das erklären, sonst versteht man den Witz nicht. Und ich möchte an der Stelle sagen, solange ich mich mit Steuern beschäftige, erkläre ich auch gerne die Witze. Zu zweitens, von der bisherigen Umsatzsteuerzahllast von 11.200 Euro wurde die bisher noch nicht berücksichtigte Vorsteuer aus den Lieferantenverbindlichkeiten abgezogen, in Klammern 19% von 25.000 Euro sind 4.750 Euro. Die Vorsteuer ist bereits abziehbar, wenn die Rechnung vorliegt und die Leistung erbracht wurde. Die Umsatzsteuer jedoch muss noch nicht bezahlt werden, weil der Unternehmer nach vereinnahmten Entgelten abrechnet. Deshalb ist das eine, was ist das? Betriebsvermögensbilanz. Und wie heißt die? Nee, Betriebsvermögensvergleich heißt die Steuerbildungsart auch so viel besser als der andere Scheiß. Man muss aber diese Aufstellung machen und die Rechnung ordentlich verwalten. Das bedeutet, die Umsatzsteuer ist erst in der Umsatzsteuervoranmeldung anzumelden und abzuführen, wenn der Forderungsbetrag vereinnahmt wurde. Es wird nur das versteuert, was man tatsächlich bekommen hat. Nicht das, was man fordert, wie bei der EUR. Warum man bei der EUR schon das versteuern muss, was man fordert, weiß ich nicht. Es geht im Wesentlichen darum, dass kleine Unternehmen pleite gehen. Das ist meine Meinung dazu. Und in Klammern steht jetzt hier auch die Referenz auf die Kleinunternehmerfeindlichkeit dieses Haufen Scheißes hier. In Klammern siehe Lektion 4, Einstiege in Umsatz- und Gewerbesteuer. So, und jetzt reicht es für heute. Es geht dann morgen weiter mit Fall 98, die Korrekturposten. Übrigens an der Stelle einen wunderschönen Gruß an Herrn Blödorn vom Finanzamt Solingen-Ost. Warum es auch mittlerweile wieder Finanzamt Solingen heißt, es muss sich auch was verändern. Tschüss.